Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, Phoenix Wright und der Sternenhimmel. Nein, ich habe es immer noch nicht gelernt. It's a me, it's a Mario. Trail of Strelation oder so, ne? Trail of Strelation, ja. Trials and Tribulations. Ich mit meinem tolles Englisch. Oh Mann. Hallo zurück. Wir sind wieder da. Hier jetzt immer noch bei Butz. Wir hatten es ja in der letzten Unterhaltung, wollte ich gerade sagen, in der letzten Folge, die Unterhaltung mit ihm. Die hatten wir, glaube ich, Nee, hatten wir noch nicht. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Wir haben noch gar nicht mit ihm und uns unterhalten. Mhm. Also? Wer warst du, ne? Ich weiß nicht. Ich glaube, ja. Was hast du die ganze Zeit getrieben? Ich habe seit 2 Jahren nichts von dir gehört. Und was sind das für Klamotten? Du siehst, komisch aus. Ey, Mann! Was das? Was muss das sein? Das ist die Uniform von meinem Teilzeitjob. Kaum zu glauben, dass es 2 Jahre sind. Wenn man Spaß hat, vergeht die Zeit wie im Flug. Aha. Hä? Was ist denn los? Nick, lass mich ehrlich sein. Frauen, ich vertraue keiner mehr. Ich bin schwul geworden. Du bist also wieder mal verlassen worden? Tja, kennst du... Was ist denn das für ein Name? Janet. Janet? Soll das Janet heißen? Wahrscheinlich. Janet? Ich bin vor 2 Jahren sogar bis nach Japan hinterher. Ach so, okay, das könnte jetzt... Da habe ich die berühmte Kathy... Tom kennengelernt. Das hat mein Leben völlig verändert. Janet? Kathy Tom? Noch nie gehört. Jedenfalls, Mann! Kathy Tom hat Hollywood mir vorgezogen. Glaubt man das? Jederzeit. Also, ehrlich gesagt, klingt jedenfalls nach einem ganz schönen Abenteuer. Frauen! Die sind so... so... Ah. Oh! Ah, aber du bist anders, Maya. Du bist nicht wie die anderen. Ist anscheinend immer noch der gute alte Larry. Larry Leffer. Ach ja, herrlich. Was machst du überhaupt hier? Hä? Was meinst du? Ich bin eben einfach ein netter Kerl. Das ist alles. Naja, ehrlich gesagt, ich habe letzte Nacht bei der Arbeit das hier gefunden. Oha, eine Brieftasche. Und du sagst, du hast, die hast du letzte Nacht gefunden? Ja. Es war ein Führerschein drin. Also dachte ich, ich könnte es selbst zurückbringen. Rons Brieftasche zur Gerichtsakte hinzugefügt. Warte mal, lass mich mal eben sehen. Oh, ich wusste es. Da ist ein Bild von Desi drin. Ja, schätze, er hat seine Frau wirklich gern, Hey, Nick! Nicht, was du denkst, nicht im geringsten. Doch, da bin ich mir ziemlich sicher. Du hast dich kein bisschen geändert. Ach, echt nicht, Mann. Ich meine, sie ist verheiratet. Eine echte Schande. Er ist wirklich nur hier, um Frau Delight kennenzulernen. Du meintest, du hättest das bei der Arbeit gefunden? Ja, ich bin bei einer privaten Sicherheitsfirma als Wachmann angestellt. Die Bräute fahren voll ab auf Männer in Uniform. Sorry. Ein Wachmann, daher also diese Uniform. Das war jetzt total komisch, dass sie jetzt auf einmal Maya gezeigt haben. Ja. Brieftasche. Um wie viel Uhr hast du die Brieftasche letzte Nacht gefunden? Was? Wieso fragst du das? Willst du herausfinden, ob ich ein Alibi habe? Dieses Mal bist nicht du derjenige, dem man ein Verbrechen anhängen will, mein Lieber. Ja, ja. Das war so gegen 1 Uhr nachts im Erdgeschoss unseres Firmengebäudes. Wie kommt Herrn Delights Brieftasche dahin? Jedenfalls ist da nichts Ungewöhnliches bei. Immerhin arbeitet er da. Was? Er arbeitet da? Du meinst Herr Delight? Ja, klar. Hier, guck mal genau hin. Da, in der Brieftasche. Was ist das für eine Karte? Das ist eine Schlüsselkarte für die Sicherheitsfirma. Hey, da ist eine Seriennummer drauf. Da gibt's keinen Zweifel. Du sagtest, du würdest in Teilzeit bei einer Sicherheitsfirma arbeiten? Richtig.
Warum machst du da so ein furchteinflößendes Gesicht zu? Sicherheitsfirma. Dass Larry da arbeitet, macht mich irgendwie stutzig. Ich muss so viel wie möglich über diese Schlüsselkarte herausfinden. Schlüsselkarte zur Gerichtsakte hinzugefügt. Wir haben Akten. Schön. Dann untersuchen wir doch mal, oder? Mhm. In Runs Geldbörse gefunden, offensichtlich für das Gebäude seines Jobs. Gefunden von Larry im Gebäude der Sicherheitsfirma seines Jobs. In Tatnacht. Na toll. Oder noch ein Zimmer gefunden zum Lesen. Ja. Das hatten wir beim letzten Mal schon, oder? Wenn Sie nicht wollen, dass die Welt von Ihrer wahren Identität erfährt, dann kommen Sie am 12. Oktober um 1 Uhr mit $50.000 zu Kiwi Security. Falls nicht, dann nehme ich den roten Diamanten, den Sie vor einigen Tagen erhalten haben. Oh. Kiwi Security. Oh. Okay, können wir uns jetzt irgendwie dahin bewegen? Nein, können wir nicht. In der Strafanstalt mal den Typen drauf ansprechen? Ja, das könnte man machen. Oh. Wen? Wen meinst du? Er ist geflohen. Ja, ich glaube auch. Ausgebrochen, weil der Wachmann da hinten schläft. Kannst du das untersuchen? Ein leeres Zimmer. Dieser Wachmann überwacht den Besucherraum. Hört sich irgendwie komisch an. Sieht so aus, als hätte er gerade nicht besonders viel zu tun. Sonst würde er wohl kaum vor der Kamera Grimassen schneiden. Er bewegt sich überhaupt gar nicht. Toller Typ. Der hat einen Job, ey. Steht alle Spiele da nur so rum. Vielleicht können wir ihm was präservatieren. Oder dann vielleicht den, die Frau nochmal drauf ansprechen. Ja, die ist ja nicht mehr da. Die ist ja auch nicht mehr da. Ah, guck Larry mal. Kommt und sie geht weg. Hey Larry, was ist damit? Was? Wenn du mir was zu sagen hast, dann raus damit. Huh? Hä? Ein Pressebrief? Weißt du irgendwas darüber? Was? Ich weiß gar nichts über diese Alexis. Das schwöre ich. Ich kenne nur Siri. Was? Ich fasse es nicht, dass du mir das antust. Ich dachte, du wärst mein Freund. $50.000. So viel Geld habe ich nicht. Nein, völlig falsch. Der Pressebrief ist an Ron Delayed gerichtet. Der hat gedacht, er wäre an ihn gerichtet. Puh. Mann, hast du mich erschreckt. Ich hatte fast einen Herzinfarkt, du Idiot. Moment. Ich bin der Idiot? Mann, ich war total verwirrt, weil da Kiwi Security auf dem Umschlag steht. Ja, und? Da habe ich doch mal einen Teilzeitjob bei Kiwi Security. Krosse Krabbe und so. Was? Als ob er das schon nicht wüsste. Hört sich an, als sollte ich mal etwas mehr über KB Security herausfinden. Okay, können wir das denn jetzt? Können wir uns bewegen? Nein, immer noch nicht. Die Musik. Wenn du dich in die Details bewegst erst. Ach ja, vielleicht finden wir da was. Ja, manchmal musst du dich ja von da nach da bewegen, damit du neue Orte hast, ne? Nope. Maya. Willi. Wenn du jetzt hier auf bewegen gehst, geht's auch nicht. Nope. Tja. Wir stecken mal wieder fest. Du sagst es. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht weiterhelfen kann. Im Moment will ich nur Beweise gegen meinen Erzrivalen finden.
Ach, das ist schon okay. Nick sammelt belanglose Dinge. Das ist sein Stil als Antwort. Danke, Maya. Belanglose Dinge, sagen Sie? Dann verschwende ich hier nur meinen Atem. Ja, das könnten, da könnten Sie recht haben. Warum fällt ihr mir so in den Nacken? Danke, Maya. Das war wirklich sehr hilfreich. Gute Freundin. Bitch. Unglaublich. Mann, ey. Ja, die kannst du vielleicht fragen, genau. Mhm. Weil vielleicht hat die ja auch jemanden von da engagiert oder so. Nö. Frau Andreas? War ich die? Mhm. Ich weiß, alles meine Schuld. Achso, das war ein Mann. Aber es ist nun mal passiert. Nein, das ist eine Frau. Eine neue Urne. Ja, ich weiß, aber ich habe dir jetzt Mann gesprochen, weil es Andreas heißt. Es hat keinen Sinn, ich verschwende nur meine Zeit. Hallo? Andreas. Was ist denn jetzt los? Die Musik ist abgestürzt. Na, hier ist alles abgestürzt. Oh oh. Oh, total Hör. Nee, jetzt ist wieder da. Was war das denn? Blöder 3DS. Kurze Pause. Oh Mann. Ach! Toll. KB Security, die Firma aus dem Erpresserbrief. Schon mal davon gehört. Ist das jetzt eine ernsthafte Frage von ihm? Also ich weiß manchmal nicht, ob der gesoffen hat. Ja. Ja, da arbeite ich. Eigentlich bin ich sogar gerade im Dienst. Was? Was machst du denn hier? Das ist auch schon ein Mann. Naja, der Boss ist gerade weg. Du weißt ja, was Mäuse tun. Wenn die Katze weg ist. Ja. Ja, ja. Egal, wie weit ist es zu dieser Firma? Mal sehen. Etwa 30 Minuten mit dem Auto. Naja, wenn man sehr schnell fährt. Ist. Dieses Wohnhaus ist ganz in der Nähe von Lordly Taylor, stimmt's? Und um von hier zu KB Security und wieder zurückzukommen, bräuchte man etwa eine halbe Stunde. Nee, eine Stunde. Wenn Ron Delight zur Tatzeit bei KB Security war, dann... Wow! Dann kann er die heilige Urne nicht gestohlen haben. Ba-ba-ba-ba. Ne, ist ja schon geflohen. Ja, eben. Können wir jetzt nach KB Security... Immer noch nicht. Oh Leute, was soll das Aber denn? Aber jetzt gehen wir in die Strafanstalt. Jetzt können wir ihn freikaufen. Wen? Den Wachmeister. Den Wachmeister gemeint, ich freikaufen. Der arme Kerl. Der steht hier die ganze Zeit schon. All die Spiele, die wir gespielt haben, steht da ja schon rum. Ja, ist eigentlich der Gefangene. Oh. Und jetzt? Ah, nee. Ich verstehe das nicht mehr. Ist das zu hoch? Warum kommen wir da nicht hin? Hat er wieder eine neue Textstelle. Meinst du? Alles ist möglich. Warum wir den Umweg immer hier über die Detektei gehen müssen? Es liegt ja auf dem Weg, deswegen schauen wir mal vorbei. Ach so. Ach Mann. Er ist eine halbe Stunde, es ist zu weit weg und deswegen kann das nicht gewesen sein, ja. Und wahrscheinlich. Was bringt uns jetzt die Aussage? Was? Nein. Ach, Kind! Geh doch nicht auf den Keks. Jetzt gehen wir vor Gericht, oder? Ich würde mal sagen, hier. Fakten auf den Tisch. Hallo? Ach so, ich hab... Ja, okay, jetzt hab ich's... Ja, okay, Entschuldigung. Bist im Cursor-Modus. Ja. Vor allem, wir können die auch gar nicht untersuchen. Da können wir prüfen. Ja, es macht auch keinen Unterschied. Hier schon wieder abgekackt, oder was? Komisch. Ja, immer hier an der Stelle.
Hallo Spiel, danke. Also für mich hört sich das ja jetzt so an, als ob man eigentlich jemandem mitteilen müssten, dass der unschuldig ist. Ja, irgendwie schon, ne? Aber der Einzige, der was damit zu tun hat, war doch hier der Dingens. Wie heißt der denn? Gamschuh. Mhm. Und den finden wir jetzt nicht, oder? Aber vielleicht jetzt mit dem Wissen, dass er es nicht gewesen ist, vielleicht könnten wir mit ihm jetzt dann nochmal drüber reden. Auch nicht. Es reicht nicht, dass er nur einfach sagt, nein, das, da habe ich nichts mit zu tun. Nein, wir müssen uns das alles nochmal anhören. Also ich weiß offiziell jetzt nicht mehr weiter. Es ist vorbei. Lies nicht weiter. Ist der Teil vorbei? Ne, wir haben es wieder gelöst, oder? Ich würde sagen, er ist unschuldig. Ach so, ja, fertig. Genau. Ja, können wir jetzt aufhören hier, ne? Ende alt. Gehen wir ins Phantasialand. Ja, würde ich sagen, ne? auf Taron. Geschlecht männlich. Was halten Sie von dieser Person, Detektiv Atmei? Lass mich gucken. Stimmt etwas nicht? Hat es in die Sprache verschlagen? Oh. Bei diesem Foto beschleicht mich ein deutlich undeutliches Gefühl. In diesem Fall hat mich mein Scharfsinn leider im Stich gelassen. Ich glaube, er versucht zu sagen, dass er nichts über die Person weiß. Oh, Leute. Diese Person ist Zwarri, ein großartiger Meisterdetektiv, nicht wahr? Aber ich habe doch sie gefragt. Dieses Foto reicht einfach nicht aus. Tut mir leid, aber absolut sicher bin ich nicht. Was? Tja. Die intelligenten Augen sind Anzeichen großer Weisheit und großen Verstandes. Hör schon auf mit dem Quatsch, Nick, und frag ihn schon endlich. Was? Ja, aber dieser Kerl ist unheimlich. Was soll ich ihn fragen? Hä? Ich hab das jetzt überhaupt nicht kapiert, was das sollte. Ah, ich will nach raus. Tom, was machen wir denn jetzt? Ich weiß es doch nicht. Hör auf mich zu schlagen. Können wir in den Keller gehen? Du willst in den Keller? Hallo. Was wollen wir denn da? In den Keller. Okay, da wo es dunkel ist. Ja. Und jetzt? Hat sich auch nichts geändert. Ja, das ist was zu befürchten. Oh Mann. Oh. Was sagt denn die Zeit? Können wir Schluss machen? Naja, 2 Minuten sind es noch. Ich weiß nicht, willst du? Ach, müssen wir jetzt hier 2 Minuten Smalltalk machen? Ich glaube ja. Nicht. Ach, du liebe Zeit. Na, waren wir denn jetzt schon überall? Wo können wir denn noch hin? Wir waren überall. Hauptaufstellung waren wir schon. Mit der überall können wir nicht und reden, nirgends. Ja? Nee. Der hat mir das auch schon gezeigt, ne, mit diesen Karten. Die hat dazu auch nichts gesagt. Oder? Das hier jenes. Doch, hat mal gezeigt. Da hat sie immer nur gesagt, ja, ich weiß, ich bin schuld. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Es ist wieder irgendwas Simples. Na gut, beend mal die Folge erstmal, oder wie? Ja, würde ich sagen, weil wir wissen es uns hier echt ja, nicht. Ja, Leute, da würde man sagen, wir hören uns mal offscreen um und dann geht's im nächsten Part vielleicht weiter. So machen wir vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht machen wir auch im nächsten Teil was anderes. Ja, genau. Alles klar, bis dann. End über 18, adieu. Macht's gut, Leute. Tschüss.